Die Grundlagen. Folgende Anweisungen können dein Leben retten. Es gibt drei Arten, Brink zu spielen. Der Kampagnenmodus folgt der Geschichte des Bürgerkriegs auf der Ark. Im freien Spiel kannst du diese Missionen beliebig mit eigenen Einstellungen spielen. Im Rahmen von Aufgaben kannst du deine Fähigkeiten in speziell entworfenen Szenarien prüfen. Für Erfolge, zum Beispiel für das Erfüllen von Missionen oder Helfen von Teammitgliedern, erhältst du Erfahrungspunkte, welche deinen Rang erhöhen und neue Outfits und Fähigkeiten freischalten. Neue Waffen und Waffenerweiterungen erhältst du nur für abgeschlossene Aufgaben. Um zu gewinnen, muss dein Team Missionen erfüllen. Dazu musst du zur rechten Zeit der rechten Klasse angehören. Soldaten können Zerstörungsmissionen mit Sprengsätzen erfüllen, die Munitionsvorräte von Teammitgliedern auffüllen und Molotow-Cocktails werfen. Agenten können Hackgeräte platzieren, sich als gefallene Feinde tarnen und versteckte feindliche Minen aufspüren. Techniker können Baumissionen erfüllen, Minen legen und die Waffen ihrer Teammitglieder buffen. Zudem können sie Minen, Sprengsätze und Heckgeräte entschärfen. Sanitäter können die Gesundheit buffen und mit Wiederbelebungsspritzen gefallenen Kameraden und VIPs helfen. An Kommandoposten deines Teams kannst du die Klasse wechseln. Außerdem verleihen eroberte Kommandoposten deinem gesamten Team Boni. Auf deinem HUD siehst du, wenn dein Team einen Kommandoposten erobert hat. Auf der rechten Seite wird in Gelb der Status der Primärmission deines Teams angezeigt. In Blau stehen darunter die sekundären Aufgaben. Sieh dir durch Festhalten von Tab die Missionsziele in der Zielauswahl an. Triff deine Wahl und lasse Tab los, um dir dein so gewähltes Missionsziel in der Welt anzeigen zu lassen. Sobald du an deinem Missionsziel angekommen bist, musst du mit ihm für einige Sekunden interagieren, um die Mission abzuschließen. Unten links findest du deine Spezialfähigkeiten und die Versorgungsanzeige. Durch Drücken der entsprechenden Taste kannst du eine Fähigkeit ausrüsten. Die Benutzung einer Fähigkeit kostet einen Punkt auf deiner Versorgungsanzeige. Bei Nichtbenutzung füllt sie sich langsam wieder. Oben links wird deine derzeitige Klasse und Gesundheit angezeigt. Die Gesundheit füllt sich wieder, wenn du außer Gefahr bist. Ist deine Gesundheitsanzeige leer, bist du außer Gefecht gesetzt. Entweder wartest du auf einen Sani oder du hast einen neuen Einsatz, wenn die Sekundenanzeige 0 erreicht. Sanitäter helfen dir mit Wiederbelebungsspritzen auf die Beine. Die Ark ist gefährlich. Darum gilt, mehr bewegen als schießen, in der Nähe der Kameraden bleiben und Aufgaben spielen, um deine Fähigkeiten zu verbessern und Waffen freizuschalten. Im Dossier im Hauptmenü findest du detaillierte Anleitungsvideos. Folge diesen Richtlinien, dann kannst du den Krieg gewinnen.